Nach dem Tod Mao Zedongs übernimmt sein langjähriger Weggefährte und Konkurrent Deng Xiaoping 1978 die Macht in China und sagt: Mao hat 7 Dinge richtig gemacht, aber in 3 lag er falsch. Als Mao 1949 die Volksrepublik China ausruft, übernimmt er einen wirtschaftlichen Scherbenhaufen. Nach jahrelangen Kriegen gehört das Land zu den ärmsten der Welt. Maos Strategie? Er setzt auf Planwirtschaft nach russischem Vorbild und lanciert eine Bewegung. Der große Sprung nach vorn. Die Wirtschaft wächst. Doch Mao forciert hauptsächlich die Schwerindustrie. Statt Reis zu ernten, zwingt er die Bauern aus Schrott Stahl zu schmelzen. In der Folge kommt es zur größten Hungersnot in der Menschheitsgeschichte. Famished peasants gather weeds for food. Anything to keep themselves and their children alive. A tragic picture of China's fight for survival, a fight that will be lost without speedy help from happier nations. Nach Maos Tod wird Deng Xiaoping zum starken Mann der Volksrepublik. Deng hatte schon versucht, die schlimmsten wirtschaftlichen Folgen des großen Sprung nach vorn zu beheben. Doch dies missfiel Mao und Deng wurde gleich 2-mal aus allen Ämtern entfernt. Nun, da Mao weg ist, kann Deng endlich seine Reformideen umzusetzen beginnen. 1978 startet Deng eine Öffnungspolitik. Beginnt mit wirtschaftlichen Reformen und lanciert die sogenannten 4 Modernisierungen, die sein Parteikollege Zhou Enlai als Konzept bereits 1963 vorgelegt hatte. Deng verwirft die Dogmen der Planwirtschaft und konzentriert sich als Wirtschaftsreformer zuerst auf die Landwirtschaft. Ihre Kollektivierung nimmt er schrittweise zurück. Alles, was die Bauern über die Planvorgabe hinaus produzieren, dürfen sie nun auch auf dem freien Markt verkaufen. 1984 überträgt Deng dieselbe Strategie auf die Industrie. Deng schafft Sonderwirtschaftszonen, sozusagen kapitalistische Enklaven, in denen marktkapitalistische Ideen ausprobiert werden sollten. Erstmals dürfen über Joint Ventures ausländische Unternehmen in China investieren. Das Experiment ist so erfolgreich, dass im Laufe der Jahre weitere Städte und Regionen mit ähnlichen Sonderrechten ausgestattet werden. Um das Problem zwischen Markt- und Planpreisen zu beseitigen, gibt Deng 1987 die Preise komplett frei. Zum Schaden für das Volk, das massive Preissteigerungen hinnehmen muss und rebelliert. Der Unmut kumuliert in Peking 1989. Auf dem Platz des himmlischen Friedens demonstrieren Tausende friedlich gegen die Missstände und für mehr Pluralismus. All day, troops have patrolled the streets, firing indiscriminately to keep people off the streets. Tanks of the 27th Army trundled out of Tiananmen Square past deserted civilian roadblocks. Die Regierung toleriert das nicht und schlägt den Volksaufstand blutig nieder. Während des Tiananmen-Massakers kommen in der Hauptstadt Hunderte ums Leben. Der Parteiapparat stellt klar, Freiheiten gibt es nur in der Wirtschaft, nicht aber für die Menschen. Erst 1992 werden die Reformen wieder aufgenommen. Das Ziel ist eine sozialistische Marktwirtschaft chinesischer Prägung. Unrentable staatliche Firmen werden veräußert, Handelsbarrieren werden weiter abgebaut und das Bankensystem wird insofern neu gestaltet, dass die Zentralbank unabhängiger wurde und den Geschäftsbanken mehr Freiheiten eingeräumt wurden. Nach Dengs Tod wird sein politischer Kurs konsequent fortgesetzt. 2001 tritt China der Welthandelsorganisation bei. Das Bruttoinlandsprodukt Chinas steigt und steigt. Die Wirtschaftskraft der Metropolen soll nun dafür sorgen, dass es auch auf dem Land vorwärts geht, mit dem Ziel, die erfolgreiche industrielle Entwicklung auf das ganze Land auszudehnen.
Seit 2010 rangiert die Volksrepublik mit ihrer Wirtschaftskraft bereits hinter den USA auf Platz 2. Wirtschaftlich ist der Reformprozess ein voller Erfolg. Selbst die weltweite Finanzkrise von 2007-2008 übersteht China ohne größeren Wachstumseinbruch. Dadurch gewinnt das Land zunehmend an Selbstbewusstsein. Die pompösen Feiern zu den Olympischen Spielen 2008, die in Peking stattfinden, sind symbolisch dafür. Die wirtschaftliche Öffnung bedeutet allerdings nicht, dass das Regime dem Volk mehr Freiheiten gewährt. Lange dachten viele im Westen, dass ein reicheres China auch ein demokratischeres China sein würde. Doch diese Hoffnung hat sich definitiv zerschlagen. Seit 4 Jahrzehnten ist China nun dabei, sich schrittweise zu reformieren, ohne an den Fundamenten des kommunistischen Systems zu rühren. Deng Xiaopings Losung, nichts zu überstürzen und stattdessen zuerst einmal in Sonderwirtschaftszonen zu experimentieren, gilt vielen heute als Grund für Chinas Aufstieg. Seit 2013 bestimmt nun Chinas neuer Führer Xi Jinping die Geschicke des Landes. Im Gegensatz zu seinen direkten Vorgängern zentralisiert er die Macht und verschärft die Kontrolle über die Bevölkerung. Xi Jinping hat 2 Elemente rückgängig gemacht, die ganz entscheidend waren für den Erfolg der Reformen von Deng Xiaoping. Erstens zentralisiert Xi das Land wieder stärker. Die lokalen Parteikader haben weniger Entscheidungsspielraum, darum haben sie auch mehr Angst, Fehler zu begehen. Das könnte Experimente auf lokaler Ebene bremsen. Doch gerade diese brauchte China, etwa in den Sonderwirtschaftszonen, um den erfolgreichen Weg zu finden. Zweitens entfernt sich Xi vom System der kollektiven Entscheidungsfindung. Er konzentriert die Macht verstärkt bei sich selbst. Je mächtiger er wird, desto weniger getraut sich sein Umfeld, ihm zu widersprechen. Es wächst die Gefahr, dass er Fehlentscheide trifft.